Der Mars. Der vierte Planet im Sonnensystem und äußerster Nachbar der Erde ist nicht nur Teil unzähliger Mythen und Legenden, sondern auch der Traum der Raumfahrt. Irgendwann in naher Zukunft wird ein Mensch das erste Mal seinen Fuß auf ihn setzen. Auf diesen 228 Kilometer weit entfernten roten Planeten, der mit seinem Durchmesser von knapp 6800 Kilometern nur halb so groß ist wie die Erde. Es brodeln auf ihm die größten Vulkane des Sonnensystems. Und mit seiner blutroten Farbe hat er seinen Namen, der dem römischen Kriegsgott entliehen ist, wahrlich verdient. In dieser Reihe möchte ich euch den Mars näher bringen. Wir verfolgen die derzeitigen und zukünftigen Missionen. Wir schauen uns an, was technisch möglich ist und was nicht. Wird der Mond als Zwischenstation benutzt? Kommt China als erstes an? Oder doch die Kombination aus NASA und ESA? Und vor allem, was werden wir finden, wenn wir es sein werden? Die Aliens auf dem Mars. In der ersten Folge schauen wir uns die sogenannte MSR an, die Mars Sample Return Mission. Wie es möglich sein soll, Proben von der Marsoberfläche in den sicheren Hafen der Erde und deren Labore zu bringen, seht ihr nach dem Intro. Es ist der 10. November 2020. Die NASA gibt nach Beschluss eines Expertenrats einen weiteren großen Schritt zur Besiedelung des Mars bekannt. Sie wollen mit einem Mars Rover Proben auf dem roten Planeten sammeln. Ein zweites Raumfahrzeug soll diese dort abholen und in Richtung Erde schicken. Auf dem Weg dahin soll ein drittes Raumfahrzeug die Proben übernehmen und mit diesen auf der Erde landen. Das erste dieser drei benötigten Raumfahrzeuge ist bereits unterwegs. Es ist der Perseverance Rover, der seit Ende Juli durch die Weiten des Alls Richtung Mars fliegt. Er hat bereits auch die nötigen Instrumente an Bord, um dem Marsboden seine Geheimnisse zu entlocken. Doch so einfach wie es erzählt ist, umso schwerer ist die Durchführung dieser ambitionierten Mission. Nur gut, dass uns einige bahnbrechende Erfolge auf einem ganz bestimmten Gebiet helfen werden. Der Robotertechnik. Die Rückführung von Proben vom Mars ist der logisch nächste Schritt für die Erforschung des roten Planeten. Doch sind wir noch nicht so weit, um selbst auf ihn zu landen. Daher erfordert es eine Komplexität an technischen Helfern, die anspruchsvoller und fortgeschrittener sein müssen als alles bisherige. Die Erfolge in der Roboterforschung in den letzten Jahren haben das Vertrauen in den Erfolg einer solchen Mission gestärkt. Und dennoch werden mehrere Starts notwendig sein, um Proben vom Mars zur Erde zu bringen. Genauer gesagt werden drei Missionen notwendig sein, um die Landung, das Sammeln, die Lagerung und das Auffinden der Proben und deren Lieferung zur Erde zu bewerkstelligen. Mission 1. Die NASA-Mission Mars 2020 wird hierbei die Oberfläche erkunden und eine ganze Reihe von Proben in Kanistern in strategischen Bereichen aufbewahren, um sie später für den Flug zur Erde bergen zu können. Mission
Mission 2. Innerhalb der Sample Retrieval Lander Mission wird eine Plattform in der Nähe des Mars 2020 Standorts landen. Von hier aus wird sich ein kleiner ESA Rover, der Sample Fetch Rover, auf den Weg machen, um die zwischengespeicherten Proben in den Kanistern zu bergen. Sobald er sie alle eingesammelt hat, wird er zur Länderplattform zurückkehren und sie in einen einzigen, großen Behälter auf dem Mars Ascent Vehicle aufladen. Dieses Fahrzeug wird den erstmaligen Start vom Mars durchführen und den Behälter in die Umlaufbahn des roten Planeten befördern. Mission 3. Der Earth Return Orbiter der ESA wird die abschließende Mission sein. Sie ist zeitlich so geplant, dass sie den basketballgroßen Probenbehälter in der Umlaufbahn des Mars einfängt. Die Proben werden in einem Hochsicherheitsbehälter versiegelt, um eine Kontamination der Erde zu verhindern, bevor sie schlussendlich in eine Erdeintrittskapsel gebracht werden. Das Raumfahrzeug kehrt dann zur Erde zurück. Dort angekommen, gibt dieses die Eintrittskapsel frei und gelangt auf die Erde und damit in die Forschungslabore der Astronomen. Ob es die Kosten von bis zu 4,4 Milliarden Dollar wert sein wird, im späten Verlauf des Jahres 2030 oder 31, ein Stück Mars in den Händen zu halten, muss sich dann erst noch herausstellen. Der Schweizer Astrophysiker und Wissenschaftsdirektor der NASA drückt es so aus: Letztendlich glaube ich, dass diese Proben die Mühe wert seien und uns helfen werden, wichtige astrobiologische Fragen zum roten Planeten zu beantworten. Was uns unserem letztendlichen Ziel, Menschen zum Mars zu schicken, einen weiteren Schritt näher bringt. Hat dir die erste Folge dieser Reihe gefallen? Auch wenn sie mal nichts mit Aliens oder UFOs zu tun hat. Ich bin auf deine Meinung angewiesen. Soll ich weitere Folgen machen? Lass mir deinen Kommi unter dem Video da. Bis zum nächsten Mal.